Ja, sehr herzlichen Dank, liebe Frau Lorenz, lieber Peter. Es ist eine Riesenehre für mich, hier zu sein, und ist schon gut. Lass ihn ruhig, nachher. Also viel zu viele Ehre und viel zu viele Erwartungen. Sie werden alle enttäuscht sein, aber das kann man dann auch nicht mehr ändern. Ich versuche also ein bisschen etwas über unter anderem dieses neue Buch »Wir sind dran« zu sagen und will aber erstmal anfangen mit dem politischen Platz Berlin. Also hier am Brandenburger Tor ist ja alles voll von Politik und ein bisschen ein komisches Land. Jetzt vor ein paar Wochen ging es durch die Zeitungen, dass Deutschland das beste Image aller Staaten hat. Bisher war es immer die USA und jetzt auf einmal Deutschland. Die Arbeitslosenquote ist seit 12 Jahren rückläufig. Alle Leute sind total happy. Die Leute kommen nach Berlin und sagen, also hier ist Paradies und so. Und dann lauter Denkzettelwahlen. Die gelben Balken, das sind AfD-Wähler, die gesagt haben, wir müssen den anderen endlich mal einen Denkzettel geben. Ja? Das mitten in Deutschland, wo es so wahnsinnig gut geht, im Vergleich zu allen anderen Ländern, die ich kenne und bereist habe. Komisches Land. Naja, gut, das ist eine andere Frage. Die Pariser Platzrede ist gemeint, politisch zu sein, aber nicht parteipolitisch, tagespolitisch oder deutschlandpolitisch. Es geht um was anderes. Kann die Menschheit so weiter galoppieren und trotzdem überleben? Und die Antwort ist, vorsichtig gesagt, gemischt. Also, das ist die Kernfrage des neuen Berichts. Er heißt auf Englisch, come on, soll jetzt dann auch bald mal kommen. Der Verlag ist langsam. Wir haben es im Juni abgeschickt an den Verlag Springer. Inzwischen heißt er Springer Nature. Die haben Nature gekauft. Und come on, der Titel ist ja mehr als zweideutig. Also auf Englisch heißt come on, heißt komm, tu doch nicht so. Oder es heißt komm mit. Und beide Bedeutungen sind gemeint. Und der deutsche Verlag, das Gütersloher Verlagshaus, war wahnsinnig schnell. Wir haben einen Monat später das rasch ins Deutsche übersetzte Manuskript dort abgeliefert und im September war das Buch da. Wunderbar. Und die haben sich auch den Titel ausgedacht. Die haben gedacht, wie kann man Come On ins Deutsche übersetzen? Geht auch nicht. Aber wir sind dran, ist auch zweideutig. Also es ist, wir sind an der Reihe, wir müssen jetzt was tun. Und wenn wir es schlecht machen, dann sind wir dran. Also es ist eine vergleichbare Zweideutigkeit. Und der Untertitel auch vom Verlag, was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Also, ist jemand vom Verlag zufällig da? Also, eine tiefe Verbeugung, wunderbar. Parallel dazu hat der Club of Rome gerade ein anderes Buch herausgebracht von Ugo Bardi, ein Professor in Florenz, der Seneca-Effekt. Es bezieht sich auf Seneca aus dem alten Rom. Er sagte, Wachstum geht langsam und der Kollaps geht schnell. Und der Seneca-Effekt beschreibt, wie in der menschlichen Geschichte, das ist immer wieder passiert. Langsames, tolles, schönes Wachstum und plötzlich ein Absturz. Als Beispiel die Lawine, das sieht man da, oder ein Luftballon. Wenn Ugo Bardi redet, dann hat er immer einen Luftballon bei sich, bläst er auf und dann hat er eine Nadel und dann knallt's. Vorsicht, also, sowas kann passieren. Aber jetzt machen wir eine kleine Rückblende auf das Jahr 1968. Das kennt man ja im ganz anderen Zusammenhang mit den 68ern, ich war auch einer. Und das war aber gleichzeitig das Gründungsjahr des Club of Rome. Aurelio Peccei, einer der einflussreichsten europäischen Industriellen damals, Fiat, Olivetti, Alexander King, der Leiter der Wissenschaftsabteilung der OECD, des Industrieländerclubs, und Eduard Pestel sind da abgebildet. Der war damals ein hohes Tier bei der Volkswagen-Stiftung und war dann niedersächsischer Wissenschaftsminister. Also es war noch eine ganze Reihe mehr. Berühmt wurde der Club aber erst 4 Jahre später mit dem Buch
The Limits to Growth, Grenzen des Wachstums. Und die haben festgestellt, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, das kann man ja empirisch messen, wie das so gelaufen ist mit Bevölkerungsentwicklung, dem Verbrauch von Ressourcen, Nahrungsmittel, Verschmutzung und Industrieoutput. Und wenn, das konnte man mathematisch miteinander kombinieren nach den existierenden empirischen Zahlen, und das hat man einfach extrapoliert in die Zukunft. Und dann kam das heraus, dass es plötzlich einen Kollaps gibt. Nicht ganz so schnell wie bei einem Luftballon, aber doch immerhin so innerhalb von 30 Jahren. Und das ist ja im Vergleich zu Erdzeitaltern eine sehr kurze Zeit. Da waren auch ein paar Fehler drin. Zum Beispiel, dass Verschmutzung und Industrieoutput mathematisch vollständig Hand in Hand gehen. Das war damals empirisch richtig, ist aber heute falsch, zum Glück. Oder die Annahme, dass die natürlichen Ressourcen eigentlich sehr knapp sind. Da hat man nur dasjenige gewertet, was nach damaligen geologischen und Ausgräbertechnologien und Vorhandensein leicht greifbar war. Und das, was vielleicht ein bisschen tiefer war oder gar Fracking oder irgend so etwas, war überhaupt nicht dabei. Also da waren echte Fehler drin. Aber die Kernbotschaft ist heute dringlicher als damals und richtiger. Aber die Politik war empört über die Aussagegrenzen des Wachstums. There are no such things as limits to growth, sagte Reagan. Und Maggie Thatcher in einem Nachruf sagt dann, others saw only limits to growth, he transformed a stagnant economy into an engine of opportunity. Das war so die damalige politische Auffassung. Fürchterlich. Der Club of Rome war fürchterlich in Verschiss, ganz besonders im angelsächsischen Raum. Und dann kam ein zweiter großer Aufschlag, 1991, die erste globale Revolution. Peter Spiegel hat mir gerade gezeigt, dass er damals als Verleger dieses ins Deutsche, im Deutschen herausgebracht hat. Wunderbar. Aber der Spiegel hat auch eine fast ungekürzte Ausgabe herausgegeben, war ein Riesenerfolg. Und das war 1991, nach dem Ende des Kalten Krieges. Und die haben das als Chance für eine große friedliche Revolution gesehen, bezahlt aus den sogenannten Friedensdividenden. Eine grandiose Vision. Aber daraus ist nichts geworden. Denn da setzte dann der neoliberale Zeitgeist ein, Liberalisierung, Privatisierung, Entmachtung der Staaten. Die Friedensdividenden verschwanden im Wesentlichen in Steuersenkungen für die Konzerne und für die Reichen. Und das feierte man als Globalisierung. Das Wort Globalisierung ist erst nach 1990 in die Sprachen der Welt eingewandert. Ich meine, auf Französisch Mondialisation und Globalisation und so weiter. Auf Russisch kann ich es nicht. Aber bis 1990 brauchte das Kapital nämlich den Staat als Bollwerk gegen den bösen Kommunismus. Das weiß man hier in Berlin noch ganz genau. Und deswegen war das Kapital gezwungen, nach eigener Auffassung, sich mit dem Staat irgendwie zu arrangieren. Und das war eine wunderbare Zeit für die Demokratie. Das waren die goldenen Jahre der Demokratie. Der Staat dominierte und die Wirtschaft folgte. Die mussten, denn sonst kam ja vielleicht der Kommunismus. Das war immer die große Angst. Und dann kam die Globalisierung. Das führte zu einer totalen Dominanzumkehr. Jetzt auf einmal waren die Finanzmärkte so wahnsinnig mächtig, dass sie den Staaten gesagt haben, was sie zu machen haben, damit man noch so gnädig ist, dort zu investieren. Einfach weil die Kapitalrendite das einzige übrig gebliebene Erfolgskriterium war. Und wenn die Kapitalrendite in Deutschland niedriger war als in Irland oder in Südkorea oder irgendwo, dann konnte man eben in Deutschland leider nicht mehr investieren. Es ist einfach traurig, aber es ist halt so. Es ist das Kapitalgebot. Kann man gar nichts machen. Und diese Erpressung
hat dazu geführt, dass alle Länder der Welt ständig dem Kapital nachgerannt sind. Zum Beispiel ein Steuerwettbewerb, immer weiterer Verfall der Unternehmenssteuer oder der Vermögensteuern oder der Spitzensteuersätze. Denn das Kapital war mobil, die Arbeit nicht, der Mehrwert auch nicht. Also musste man dem Kapital nachlaufen. Das war der Kern der Globalisierung. Da kann man ganz gut verstehen, dass die Menschen der Welt sauer waren. Sie wussten nur nicht gegen wen. Und in den billigen Zeitungen, Tabloids, da stand dann immer, die Politiker sind dran schuld. Nee, so einfach war das nicht. Die Politiker waren erpresst worden, sich so zu verhalten. Und dass eigentlich die Finanzhaie die Auslöser von diesen Veränderungen war, das wurde kaum thematisiert. Und wenn dann in Hamburg der G20-Gipfel tagt, dann denken die Leute, sie kämpfen jetzt gegen die Globalisierung oder so. Das ist ein Riesenmissverständnis. Die G20 ist gegründet worden als der erste mutige, kühne Versuch, endlich die Finanzwelt einigermaßen zu kontrollieren. Und dann geht man, ich verstehe die Leute ja, denn die Finanzhaie, die machen ja keine Konferenzen, wo man protestieren kann. Also protestieren sie dann lieber gegen die Regierung, aber das ist völlig idiotisch gewesen. Ja, eine schöne Karikatur aus dem Jahr 2005, da sagt der deutsche Michel zu Gerhard Schröder, hallo Gerd, lass mal Angie ans Steuer, aber wer eigentlich am Steuer ist, da unten. Ja? Das ist eine Karikatur, aber ein massiver Teil der Realität. Und in dieser Zeit wollte niemand mehr etwas von Clover Frome wissen. Das Thema Grenze des Wachstums gab es überhaupt nicht mehr, außer ein paar altgewordenen Intellektuellen. Jetzt fragen wir uns natürlich beim Clover Frome, ich bin seit 5 Jahren zusammen mit Anders Wijkman aus Schweden Co-Präsident, was können wir denn hier heute noch sagen? Globalisierung abschaffen? Ja, ein Buch über die Abschaffung der Globalisierung machen? Nein, hat keinen Zweck. Ich meine, Mohamed Yunus ist da gescheiter. Also null Armut, null Arbeitslosigkeit und null CO2-Emissionen. Ob das so geht, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls, das ist doch schon mal ein Wort. Ja, und wir müssen natürlich die großen neuen Themen ansprechen. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das Anthropozän, darüber rede ich nachher noch ein bisschen. Die Globalisierung müssen wir ansprechen. Digitalisierung, Krise der Demokratie, über die ich ja gerade schon ein paar Worte gesagt habe. So als ob die Demokraten schuld seien, dass sie in der Krise sind. Grundsatzkritik der Übermacht der Finanzmärkte. Das sind die Themen, die man heute adressieren muss. Und zwar allesamt. Da gibt es keinen, den man auslassen kann. Aber ich mache das jetzt erstmal nicht, sondern jetzt gehe ich erstmal einen etwas philosophischeren Weg, ausgehend vom Phänomen der vollen Welt. Das ist ein Begriff, den Herman Daly, ein früher mal Weltbankökonom, in die Welt gebracht hat. Er unterscheidet die leere Welt von der vollen Welt. In der leeren Welt ist alles noch in Ordnung. Da kann man fischen, jagen, Bergbau treiben, Wälder abholzen oder so, das ist alles in Ordnung, völlig in Ordnung. Und heute? Fischen ist Wahnsinn. Also sagt Herman Daly ausdrücklich, wenn wir heute mehr Fische wollen, dann müssen wir in erster Linie Schutzgebiete gegen Fischen machen. Sonst haben wir keine Chance. Das heißt, die Ökonomie, die Anreize, die Politik und so weiter muss sich radikal ändern, weil die Welt voll ist. Das ist eine andere Ökonomie. Aber alle unsere Religionen, alle unsere Ökonomiedoktrinen, alle unsere Denkweisen weltweit stammen aus der leeren Welt. Es wäre ein riesiges Wunder, wenn das noch funktionieren würde. Aber es funktioniert ja auch gar nicht. Die volle Welt nennt man jetzt das Anthropozän, ein Begriff, den Paul Crutzen, Nobelpreisträger, in die Welt gesetzt hat, sehr gut. Es ist ein rasantes Wachstum in den letzten 50 Jahren, ein ganz neues Phänomen. Als ich ein Kind war, hatten wir noch kein Anthropozän. Der neue Bericht könnte auch heißen Politik im Anthropozän. Das Buch hat 3 Teile. Der erste Teil: Die heutigen Trends sind nicht nachhaltig.
Darüber rede ich auch gleich noch ein bisschen. Der zweite Teil, das ist ein Zeichen einer philosophischen Krise. Wir sind ziemlich gute Diagnostikärzte und wahnsinnig schlechte Therapieärzte. Und das sollten wir vielleicht durch eine neue Aufklärung überwinden. Aber wir können jetzt nicht uns zurücklehnen im Lehnstuhl und philosophieren, sondern wir müssen jetzt schon handeln. Aber wie? Also Klima, die Klimadesaster nehmen zu, sehr viel bedrohlicher, der Meeresspiegelanstieg. Vor 7800 Jahren war über dem Gebiet, was wir heute Labrador und die Hudson Bay nennen, ein Eisgebirge etwa von der Mächtigkeit des Grönlandeises. Und vor 7700 Jahren war es weg. Es ist in kürzester Zeit, das können 2 Wochen gewesen sein, dass diese Eismasse ins Meer gerutscht. Also ein nicht lineares, plötzliches Seneca-Ereignis. Und was passiert, wenn wir die Atmosphäre weiter aufwärmen und im Übrigen gleichzeitig die Meerestemperatur noch deutlich stärker aufheizen? Was passiert mit dem Grönlandeis? Die normalen Klimaleute, die sagen, na ja, also wenn das von oben nach unten abschmilzt, das dauert vielleicht 1000 Jahre. Das ist zur Beruhigung da. Aber wenn das passiert, wie damals in Labrador oder das gleiche bei der westantarktischen Eisplatte, dann ist plötzlich der Meeresspiegel 7 oder 15 Meter höher. Für ein Land wie Bangladesch heißt das das aus. Ist praktisch alles weg, unter Wasser. Und so schnell kann man gar nicht Dämme bauen. Und im Übrigen, wie will man da diese Sundarbans alle mit Dämmen einkreisen? Vollkommen aussichtslos. Aber für Hamburg und Kiel sieht es auch nicht gut aus. Oder für die Niederlande oder für die Po-Ebene oder für Florida oder Louisiana oder einen ganz großen Teil der asiatischen Wirtschaftskraft. Es liegt alles direkt am Meer. Also Bangkok liegt schon fast unter dem Meer. Ja? Wir spielen mit dem Feuer und wissen das nicht. Und dann gibt es einen amerikanischen Präsidenten, der sagt, nun, das ist alles Unfug. Das ist irgendein Hirngespinst von ein paar Wissenschaftlern. Wir waren natürlich sehr froh über das Klimaabkommen von Paris. Und wie reagiert die Politik? Also nehmen wir mal an, diese Botschaft kommt mit einer Selbstverpflichtung der Philippinen in Manila an. Und eine Selbstverpflichtung der Mexikaner in Mexico City. Und eine Selbstverpflichtung der Deutschen in Berlin. Wie reagiert die Politik? In allen Ländern der Welt ist die politische Reaktion ungefähr so, wie es da steht. Tja, wir müssen uns dringend mehr ums Klima kümmern, aber das wird verdammt teuer. Da brauchen wir jetzt viel mehr Wachstum. Also das ist, was ich meinte. Wir haben eine richtige Diagnose und eine absolut idiotische Therapie. Meinend, wir haben die richtige Therapie. Nein, es ist die falsche. Aber wir wissen es nicht. Das ist nicht die richtige Antwort. Wachstum geht leider immer noch mit CO2-Emissionen Hand in Hand. Diese Pünktchen, das sind die Länder der Erde. Das Klima ist nicht das einzige Problem. Es gibt schlimmere Probleme. Wenn diese globale Erwärmung zu einer riesigen Überschwemmung und Riesenkatastrophen, 50-mal so schlimm wie Fukushima oder irgend so etwas, führt, dann gibt es immer noch die Menschheit. Aber es gibt inzwischen menschheitsgefährdende Risiken. Es gibt in Cambridge, England, seit ein paar Jahren, das Center for the Study of Existential Risk. Die haben so ein halbes Dutzend, ich habe nur 3 davon hier erwähnt, wo man wirklich Angst haben muss, dass die Existenz der Menschheit und nicht nur der Küstenbewohner in akute Gefahr gerät. Zum Beispiel die synthetische Biologie mit Gene Drives oder Chain of Function, also Mikroben, die plötzlich
beigebracht kriegen oder durch Evolution lernen, wie man sowohl total infektiv ist, also alles infiziert, als auch resistent gegen alle möglichen Antibiotika oder was immer man hat. Und das wird heute gemacht. Der Hauptfinanzier für Gene Drive, was schlimmer ist als die alte Genmanipulation, ist das Pentagon. Und dann sind diese, ich finde, kriminellen Biologen so schlau, dass sie sagen, ja, das hat ja gar nichts mit Genmanipulation zu tun. Denn Genmanipulation ist folgendermaßen definiert, da kommen irgendwelche komischen Sätze. Und Gene Drive ist was ganz anderes. Und CRISPR-Cas auch. Und das ist alles wunderbar. Und damit kann man zum Beispiel den Malaria-Erreger ausrotten oder irgend so etwas. Ja, natürlich fangen sie damit an, um gute Laune zu schaffen und so. Aber wenn das in den Händen des Militärs ist, das ist absolut dramatisch. Und es gibt keine Regulierung. Die haben es geschafft, dass es alles aus dem Gentechnikgesetz raus ist, damit es nicht kontrolliert wird. Es ist grauenhaft. Es ist eine wirklich menschheitsbedrohende Gefährdung. Die Zeitungen berichten darüber nicht. Oder Geoengineering. Das ist die bequeme Antwort, übrigens auch in der amerikanischen Regierung, auf die Klimakrise. Sagen sie, naja, also wir schaffen das ja nicht, den American Way of Life zu verändern. Und das ist nun mal klimaintensiv, da können wir nichts machen. Könnt ihr das euch vorstellen, dass man in Denver oder Houston oder so ohne dauernd mit dem Auto rumfährt? Das geht gar nicht. Ja, aber wir können ja tonnenweise Sulfate in die Atmosphäre schicken, die blenden die Sonne einfach aus. Und dann wird es wieder kühler. Und es ist alles wieder in Ordnung, the American Way of Life kann weitergehen. Ja? Das ist auch eine riesige Illusion. Und niemand untersucht das. Es ist fürchterlich. Ich bin heilfroh, dass Sean O'Hagerty, ein bisschen komische Schreibweise, aber so ist das, dass der das jetzt wirklich anpackt. Oder rasende Fortschritte bei künstlicher Intelligenz. Ja, wann überholen uns die Maschinen? Und ich als ehemaliger Biologieprofessor weiß, dass wenn eine bestimmte Komplexität an Fähigkeiten da ist, dann kommt alsbald auch der Selbsterhaltungstrieb. Weil das sozusagen evolutionär vorprogrammiert ist. Und dann ist für die Selbsterhaltung der Maschinen das Wichtigste, die sie immer noch bisher kontrollierenden Menschen auszurotten. Ja? Also ich habe jetzt ein bisschen zu schwarz gemalt, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass nicht nur die Klimakatastrophe ins Haus steht oder die Atombewaffnung oder viele andere Dinge, über die wir alle Bescheid wissen. Nein, wir müssen uns endlich mal auch um solche Fragen kümmern und die nicht verdrängen und aus der Regulierung herausnehmen. Jetzt zum Wachstum zurück, stoßen sich zwei konträre Auffassungen. Ungebremstes Wachstum ist die Lösung aller Probleme, so reagiert die heutige Welt. Oder ungebremstes Wachstum ist das Problem. Ja, also ich weiß nicht, wer recht hat. Aber noch was zum Anthropozän. 97% des Lebendgewichtes der auf dem Lande lebenden Wirbeltiere sind Haustiere und Menschen. Haustiere 67%, Menschen 30%. 3% bleiben für die Wildtiere. Ja? Das ist das Anthropozän. Wir beherrschen alles. Alles. Wir haben Elefanten und Giraffen und Mäuse nichts mehr zu sagen. Es ist alles vom Menschen determiniert. Das ist die grausame Realität des Anthropozän. Wird auch total verdrängt. Aber natürlich die Bevölkerungsvermehrung steht im Zentrum der Nichtnachhaltigkeit. Das wird auch verdrängt. Das ist ja total tabuisiert. Es gibt hier in Berlin das Berlin-Institut für Bevölkerungsfragen oder so ähnlich mit Rainer Klingholz an der Leitung. Ist er zufällig da?
aber nicht. Aber die haben für das United Nations Fund for Population Activities dieses Bild produziert. Da haben sie ungefähr 10 verschiedene Teile der bewohnten Welt verglichen mit 2 Parametern. Das eine ist die Bevölkerungsvermehrung in den letzten 25 Jahren und das andere ist das Erreichen der Millennium Development Goals, also des ökonomischen Erfolgs. Und es ist ganz klar, diejenigen Bezirke der Welt, die gelernt haben, ihre Bevölkerung zu stabilisieren, das sind die Riesengewinner. Und diejenigen, die nichts davon gelernt haben, also Schwarzafrika, Westasien, also arabischer Raum und auch Ozeanien, die haben eigentlich nichts dazugelernt und das sind die ganz großen Verlierer. Das ist aber nirgends angekommen in den Hauptstädten dieser Länder. Wenn überhaupt, dann immer mit der umgekehrten Kausalität. Wir haben gesagt, ja, wir fangen auch an, etwas weniger Kinder zu haben, wenn wir endlich reich geworden sind. Aber das stimmt überhaupt nicht im Moment. Also die reichen Afrikaner benehmen sich genau wie die Armen. Es ist die Nachhaltigkeit bei der UNO. Das ist ein Riesenthema. Im September 2015 haben die Länder der Welt einstimmig die Agenda 2030 beschlossen. Wunderbar. Mohammed Yunus wäre begeistert, er war begeistert. Mit Recht. Ein tolles Programm, hauptsächlich für Entwicklungsländer. Aber wir müssen mal etwas genauer hingucken. Die Ziele 1 bis 11 verlangen viel mehr Wachstum. Anders geht das überhaupt nicht. Also ich muss das Buch noch mal lesen, wie er die Überwindung der Arbeitslosigkeit ohne ein gigantisches Wachstum hinkriegt. Also fragen Sie mal irgendeinen Beschäftigungsexperten der Welt, in Deutschland oder in Indien oder irgendwo. Dann kommen so Zahlen raus, ja, für einen neuen Arbeitsplatz brauchen wir 1,5 Millionen Euro oder irgend so etwas. Und jetzt addieren wir das mal, um die Zahl von etwa 1 Milliarde fehlender Arbeitsplätze, das sind ILO-Zahlen, zu überwinden. Tja, das ist ein gigantisches Wachstumsprogramm. Das wird natürlich nicht stattfinden. Das ist ja alles nur proklamiert erstmal. Aber das heißt, die Umweltziele 13, 14, 15, Klima, Ozeane und Biodiversität sind dann wirklich am Arsch. Da ist nichts mehr zu machen, wenn sich die ersten 11 einfach so durchsetzen, unter den heutigen gegebenen Bedingungen. Aber die Aufgabe heißt nun wieder, das ist eine konstruktive Aufgabe, dramatisch zu verändern. Was heißt eigentlich ein Arbeitsplatz? Was heißt eigentlich Ressourceneffizienz und vieles andere mehr? Also über die Sachen habe ich die letzten 30 Jahre gearbeitet. Also mindestens Faktor 5 muss verbessert werden, damit wir nicht 5 Erdbälle brauchen, um diesen ganzen Wohlstand herzustellen. Also da sind wir jetzt bei Teil 2 der philosophischen Krise, die wir vielleicht durch eine neue Aufklärung überwinden können. Ich war sehr glücklich über die Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si, ein Zitat von dem heiligen Franz. Das nennt die Enzyklika nennt die großen Gefahren, denen die Schöpfung ausgesetzt ist. Die Enzyklika stellt den Zusammenhang zwischen Natur, Menschen und der Wirtschaft dar und ist sehr kritisch gegenüber dem Kapitalismus, der im Wesentlichen auf Egoismus, Geiz und so weiter gegründet ist. Und dann steht da drin, das ist einer der Artikel, wenn irgendeiner von einem fremden Stern mit Verstehen dessen, was hier passiert, die Erde besuchen, würde er sagen, das ist ein klares Selbstmordprogramm. Es kann gar nicht gut gehen. Steht in der Enzyklika. Davon müssen wir was lernen. Müssen wir richtig zuhören. Und dann Adam Smith, David Ricardo und Charles Darwin sind 3 wild ausgewählte, wir hätten 20 andere nehmen können, aus der leeren Welt, die in der leeren Welt was sehr Vernünftiges gesagt haben und die heute vollkommen falsch zitiert werden. Also zum Beispiel Adam Smith,
Für ihn war die geografische Reichweite des Marktes identisch mit der Reichweite des Rechts oder des Staates oder der Moral. Und dann ist der Markt wunderbar. Ist der Markt großartig. Als Stimulanz für neue Innovationen, was es alles gibt. Alle die Sprüche, die Sie kennen über die Güte des Marktes, wunderbar. Unter diesen Bedingungen, ja. Aber heute ist der Markt global und das Recht national, wenn nicht provinziell. Also erpresst der Markt den Staat, ein anderes Recht zu schaffen, was gut für den Markt ist, aber nicht gut für die Bevölkerung. Also wird der Markt brutal, gesetzlos und zerstörerisch. Das muss man wissen, wenn man Adam Smith zitiert. Der wird ja immer ganz treuherzig zitiert, weil er damals ein richtig großer Mann war, gar keine Frage. Oder David Ricardo. Für ihn blieb das Kapital ortsfest. Über die Grenzen gewandert sind die Händler und die Güter. Das berühmte Beispiel, es ist gut, wenn die Portugiesen mehr Trauben anpflanzen, als sie je konsumieren können, und die Briten mehr Textilien, als sie je anziehen können. Und dann machen sie Handel miteinander, werden sie beide reicher. Das ist ausgezeichnet beobachtet. Sehr vernünftige Idee. Wenn die Waren und die Händler über die Grenzen wandern, dann gibt es sogenannte komparative Vorteile und ist alles gut. Aber wenn das Kapital anfängt, mobil zu sein, dann, so sagt Herman Daly, den ich vorhin zitiert habe, von der Weltbank, dann gibt es nicht mehr die komparativen Vorteile, dann gibt es die absoluten Vorteile und damit wahnsinnig viele Verlierer. Da fällt mir der schöne Spruch von Eduardo Galeano, einem uruguayischen Historiker, lebt leider nicht mehr, ein, der sagt, die internationale Arbeitsteilung besteht darin, dass eine sich darauf spezialisieren zu gewinnen und andere zu verlieren. Ja? Das ist die bittere Realität, wenn das Kapital mobil geworden ist. Das lässt sich absolut nicht mit Ricardo legitimieren. Das wissen die Ökonomen aber nicht. Oder Charles Darwin, von dem verstehe ich noch ein bisschen mehr. Für ihn war der Wettbewerb hauptsächlich lokal. Geografische Grenzen waren Stützen der Evolution. So zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln hat er Finken beobachtet. Die müssen sich irgendwie entwickelt haben in der Evolution über 3 Millionen Jahre oder so, als irgendwann mal auf einem Baumstamm vielleicht ein trächtiges Finkenweibchen oder so angespült worden ist. Und daraus haben die sich alle entwickelt. In ganz verschiedene Richtungen. Zum Beispiel links oben einer mit so einem Papageienschnabel. Oder ganz rechts einer, der gelernt hat, einen Kaktusdorn abzuzwacken und damit seinen Schnabel zu verlängern, damit er in der Borke poolen kann nach Insekten und so. Und Darwin hat ganz klar erkannt, das ging nur in der Abwesenheit von Konkurrenten aus dem südamerikanischen Festland. Also wenn es da Papageien oder Spechte gegeben hätte, hätten die Finken keine Chance gehabt in der Richtung. Da wären sie vielleicht immer noch Finken geblieben, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber Evolution wegen der Abwesenheit von Konkurrenz, das ist das Gegenteil von dem, was die Ökonomen ständig über Darwin sagen. Als ob Darwin gesagt hätte, Kampf aller gegen alle ist die Ursache der Evolution. Das ist Quatsch, hat er nie gesagt. Die heutige neoliberale Politik tut so, als sei der Markt immer segensreich für alle. Das habe ich aus einer Christmas Card, die mir das Adam Smith Institut mal geschickt hat, das ist auch schon wieder 15 Jahre her oder was, da kommt er aus seiner Box heraus und beglückt die ganze Welt und sie lächelt dankbar. Endlich ist der Markt überall da. Wunderbar. Oder Freihandel ist gut für alle. Auch nicht. Oder Wettbewerb aller gegen alle als Ursache der Höherentwicklung. Einfach massiv falsch zitiert. Also die neoliberale Politik basiert auf falscher Philosophie. Die Krise der Philosophie geht noch weiter, etwa in der Erkenntnistheorie. Im angelsächsischen Raum, ich habe 6 Jahre in Amerika gelebt, da gilt die analytische Philosophie als die einzig wahre. Und was kann die analytische Philosophie über die Ratte sagen? Naja, sie kann sie sezieren, dann ist sie aber tot. Und was lernt man darüber? Dann über die lebendige Ratte oder über Rattenpopulationen oder Zusammenwirken mit anderen Tieren oder Pflanzen oder irgend so etwas. Fast nichts. Auch da kann man analytisch einiges rausfinden.
Aber der Denkansatz, alles zu zerkleinern, ist unzureichend für jede Systemanalyse. Wir brauchen also eine neue Philosophie für die volle Welt, und das wird wohl kaum billiger zu haben sein als mit einer neuen Aufklärung. Nun ein paar Worte zur alten Aufklärung. Das waren ja großartige Leute, fantastische Leute. John Locke, ein Essay on Human Understanding. Übrigens, Locke kannte Newton und hat das dritte newtonsche Gesetz, Kraft gleich Gegenkraft, übertragen auf die Ökonomie. In einem gelehrten Brief hat er geschrieben, das ist so wie Angebot und Nachfrage. Das gleicht sich gegenseitig aus. Also der Anfang der mathematisierten Ökonomie, genial auf seine Weise. Richtig ganz gescheite Leute. Oder Immanuel Kant, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Wunderbar. Oder Jean-Jacques Rousseau, der Sozialvertrag. Großartig für die damalige Zeit. Oder Jeremy Bentham, Nützlichkeit ist alles. Das war natürlich auch gegen eine Sorte von staatlicher und kirchlicher Unnützlichkeit geredet. Alles irgendwo ganz vernünftig. Aber im angloamerikanischen Raum, da kommt die Aufklärung oft in der Gestalt von Egoismus und Sozialdarwinismus daher. Also Thomas Hobbes, der Mensch ist ein egoistisches Biest. Und dann Adam Smith als sozusagen Befreiung von diesem Albtraum, dass der Egoismus auch in Gemeinwohl verwandelt werden kann, wenn der Rechtsrahmen stimmt. Ja. Und dann Herbert Spencer, ein Vasall oder so von Charles Darwin, der Erfinder des Sozialdarwinismus. Von dem gibt es eine widerliche Geschichte. Der kam als Gast nach Amerika, war auch schon sehr berühmt, er war Engländer. Da kam er nach Ellis Island, wo die Einwanderer immer kamen. Und da waren also Tausende. Und viele von denen verreckten. Und dann rief er zu seiner Begleitung aus, "We are the privileged observers of evolution at work." Ja, grausam. Und dies als Doktrin des Sozialdarwinismus, der ist heute hochlebendig in Amerika. Aber auch in vielen Teilen Deutschlands natürlich. Eine Art von krimineller Dummheit. Aber wenn man heute über Aufklärung redet, dann meint man meistens die Rückkehr zur Rationalität. Absolut verständlich, wenn der Präsident Lügenpolitik macht. Aber mir geht es jetzt um was Tieferliegendes. Eben nicht nur um Ratio oder Nicht-Ratio. Da bin ich natürlich auf der Seite des March for Science. Da waren also Millionen weltweit auf der Straße, um gegen diese Verachtung von wissenschaftlicher Wahrheit durch Trump und andere zu protestieren. Da wäre ich auch mitmarschiert, wenn es zufällig in Freiburg den March gegeben hätte. Aber heute geht es mir noch um was anderes. Na, Moment, wieder falsch gewesen. In der neuen Aufklärung wird Balance zum wichtigen Prinzip. Zum Beispiel zwischen Mensch und Natur. Das ist ja völlig aus der Balance geraten. Oder zwischen Kurzfrist und Langfrist. Also wenn ich durstig bin, dann möchte ich ganz gerne jetzt einen Schluck Wasser trinken und nicht erst in 30 Jahren. Das ist vollkommen legitim. Aber deswegen so zu tun, als gäbe es nur die Kurzfrist, wie das die heutigen Betriebswirte fast alle tun, ist idiotisch. Die Vierteljahresabschlüsse, die laden ja dazu ein, die Langfrist zu verachten. Kann nicht gut gehen. Oder zwischen öffentlich und privat, das habe ich ja am Beispiel Adam Smith gesagt. Wenn das in der vernünftigen Balance ist, ist alles in Ordnung. Oder zwischen den Geschlechtern. Und zwar nicht dadurch, dass Frauen sich auf einmal benehmen wie die Männer und alle Untugenden der Männer machen. So war Maggie Thatcher und so. Das ist nicht die Lösung. Nein, nein, die Tugenden beider. Nicht wahr, Bebe? Meine Schwester. Oder zwischen Innovation und Bewerten. Die Innovation ist was sehr Gutes, was sehr Segensreiches. Aber wenn sie im Wesentlichen in der Gestalt der Disruption daherkommt und alles andere kaputt macht, ist sie widerwärtig. Dann gibt es Rebellion, und zwar mit Recht.
Auch da brauchen wir eine vernünftige Balance. Oder zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Das ist der Dauerstreit in der Politik zwischen links und rechts. Natürlich brauchen wir Gerechtigkeit und natürlich brauchen wir auch Leistungsanreiz. Oder zwischen Religion und Staat. Also ein islamischer Staat oder ein christlicher Staat aus dem 17. Jahrhundert, das war fürchterlich. Absolut unerträglich. Dagegen muss man sich auflehnen. Aber ein Staat, der die Religion verachtet oder die Moral oder die Ethik, ist genauso schlimm oder noch schlimmer. Auch da braucht man eine vernünftige Balance. Oder zwischen Herz und Verstand. Das sind jetzt, weiß nicht, 7 oder 8 solche Beispiele. Wir könnten 30 von dieser Art nehmen. Nur ein Sinn von Balance. Das ist auch ein kultureller Unterschied. Ich wollte dann noch ein Bild zeigen über Innovation und Bewertung. Es ist eine zivilisatorische Katastrophe, wenn immer der Schnellste gewinnt. Und an den Business Schools, da lernt man dieses. Man muss der Schnellste sein, sonst hat man überhaupt keine Chance. Da gibt es die Geschichte zwischen zwei Leuten, die vor einem Löwen weglaufen. Und was ist die Aufgabe? Und die überraschende Aufgabe ist nicht schneller zu sein als der Löwe, denn das schafft man doch nicht, sondern schneller zu sein als der andere, denn der wird vom Löwen gefressen. Das in allen betriebswirtschaftlichen Gazetten und Seminaren und so weiter kommt diese Löwengeschichte. Ihr müsst der Schnellste sein, dann seid ihr gut. Das ist eine Katastrophe und zwar zivilisatorisch. Das wissen die aber nicht. Wenn man so Wettrennen macht, sollte man mindestens 2 Fragen stellen. Wohin und wozu? Ja? Die Geschwindigkeit alleine ist abstrakt und meistens töricht. Bei den Innovationsanbietern wird immer unterstellt, der Markt beantwortet ja beide Fragen. Und der gnadenlose Wettbewerb lässt einem sowieso keine Zeit zum Philosophieren oder zum Fragen nach den Ursachen. Naja, also die Aussage von dieser Balance ist auch die, wenn wir im Westen, in Deutschland oder erst recht in Amerika hören, da gibt es irgendwo einen Streit, dann ist unsere automatische Reaktion, naja, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht und Wahrheitssuche besteht darin, dass der Recht hat, den anderen besiegt, weil er Unrecht hat. So einfach ist das. Wenn die gleiche Frage in Asien gestellt wird, ist die erste automatische Reaktion, ja, natürlich haben beide Recht, die Frage ist nur wie. Und eine Balance. Da müssen wir von Asien lernen oder von Afrika. Tun wir aber nicht. Und im Übrigen, monotheistische Religion und westliches Denken haben eine rechthaberische Tendenz. Während im asiatischen Denken ist die Balance etwas Positives. Wir sagen immer sofort fauler Kompromiss. Das ist richtig, wenn wir einen Kompromiss suchen. Auch bei Koalitionsverhandlungen. Die neue Aufklärung muss zur vollen Welt passen. Sie muss die Interessen unserer Enkel im Blick haben. Sie muss Solidarität höher bewerten als Egoismus und muss die Staat-Markt-Balance wiederherstellen. Und sie muss weltweit denken. Also viel mehr kann ich darüber jetzt nicht sagen. Wir können nämlich nicht warten, bis eben 7,5 Milliarden Menschen durch die Mühe der Aufklärung gegangen sind. Deswegen müssen wir uns auch überlegen, was können wir denn heute schon machen? Und das ist natürlich hochpolitisch. Der staatlich gesetzte Rahmen muss fürs Geschäft, muss korrigiert werden. Und neues Recht muss durchgesetzt werden, zum Beispiel auch in der Biotechnologie. Ashok Khosla, der ist sozusagen Muhammad Yunus Nummer 2, der hat mit seiner Organisation Development Alternatives ohne viel Rücksicht auf die Weltmärkte in den ärmsten Provinzen von Indien innerhalb von 30 Jahren etwa 3 Millionen Arbeitsplätze oder auskömmliches Leben geschaffen. Und er ist ein guter alter Freund von mir, ich habe ihn besucht in Delhi und bei einem der Besucher hat er uns Folgendes erzählt. Das Auswahlkriterium, um Leute in eine gerade neu gegründete kleine Papierfabrik oder so einzustellen, war nicht Qualifikation. Sagen Sie das mal einem deutschen Personalberater, sondern Bedürftigkeit. Und dann hat er junge Mädchen aus der Kaste der Unberührbaren eingestellt. Die hatten nichts gelernt.
Aber sie lernten on the job und waren wahnsinnig betriebstreu, waren nie krank, soweit es überhaupt irgendwie geht, ganz im Gegensatz zu vielen bei uns, und waren unendlich dankbar und glücklich. Und dann, 25 Jahre später, haben sie festgestellt, die hatten ein oder zwei Kinder und waren unendlich happy genau darüber. Während diejenigen, die noch in der Gosse waren, die hatten 5 oder 10 Kinder und haben das Elend vergrößert. Also diese Kurve, die ich da vorhin gezeigt habe. Das heißt also, solche Sachen hat im Wesentlichen ein Mann, aber inzwischen eine große Gruppe mit ein paar hundert Leuten, das haben die richtig geschafft. Das ist fantastisch. Oder Gunther Pauli, der auch in Berlin manchmal aktiv ist, Kaskaden- und Kreislaufwirtschaft, 10 years, 100 innovations, 100 million jobs, inspired by nature. Das ist sein The Blue Economy. Und da sind also schon viele Millionen Dollar oder Euro schon investiert worden in alle möglichen Kreislaufwirtschaften und fast alles in Entwicklungsländern. Und es funktioniert irgendwie. Man braucht einige neue Gedanken, das kann man machen, aber nicht alles klappt so gut. Von den 100 sind vielleicht 50 wirkliche Erfolge und die anderen 50 kümmern so ein bisschen. Aber das ist nicht so schlimm. Die Hauptsache ist jemand, der hat einfach diese Frechheit und Fantasie. Und zwar ist das nicht disruptiv, dass alles andere kaputt getrampelt wird, sondern es ist konstruktiv. Oder eine nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben Hans Herren zum neuen Mitglied des Club of Rome gemacht. Er ist Schweizer, lebt aber in Kalifornien. Und er hat zusammen mit Judy Wakungu Agriculture at the Crossroads geschrieben, auch schon 5 oder 6 Jahre her. Ist eine Art von Antiprogramm gegen das, was die Chemiekonzerne immer wollen. Und mit mehr Arbeit, mehr Mehrwert, mehr Bodengesundheit, bessere Wassernutzung und was es alles gibt. Aber nicht im Interesse der Konzerne und ihrer Aktionäre. Jetzt muss man ein paar Worte über die Tragödie der Landwirtschaft sagen. Das ist ja heute eine entsetzliche Geschichte. Da links ist ein Flugzeug, das sprüht Glyphosat. Also, der Imperativ lautet immer, Lebensmittel müssen billig sein. Die Folge davon ist industrialisierte Landwirtschaft, weil Arbeitskräfte teuer sind. Dann tonnenweise Herbizide und Pestizide. Und dann muss es noch billiger werden. Da braucht man die sogenannten Neonicotinoide, die am Anfang in der Keimphase der Pflanze ausgebracht werden und dann sich über die ganze Pflanze ausdehnen. Und dann ist die ganze Pflanze so vergiftet, dass alle Insekten, die daran fressen oder nagen, sterben. Ein riesiges Insektensterben. Das ging ja neulich durch die Zeitung. Und dann ein großes Vogelsterben. Das ist vom Deckblatt der Frankfurter Rundschau vor ein paar Tagen. Kommt kein Vogel geflogen. Ja? Das ist die heutige Landwirtschaft. Oder die deutsche Energiewende, wunderbar. Das EEG war der Start und inzwischen ist es beinahe weltweit. Die erneuerbaren Energien sind inzwischen billiger als der Atomstrom. Es gibt kein ökonomisches Instrument für ein neues Kernkraftwerk mehr. Gibt es nicht mehr. Ist wunderbar. Das hat sich ausgedehnt. Die Chinesen haben uns allerdings überholt. Und darüber jammern viele deutsche Solarleute. Aber die Chinesen haben einfach das Gute von unserer Seite abgekupfert. Durften sie auch. Oder die Verfünffachung der Ressourcenproduktivität. Das habe ich mit einem australischen Team geschrieben, schon vor über 10 Jahren. Und da wird in den 4 wichtigsten Wirtschaftssektoren Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft vorgeführt, wie eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität ohne weiteres technisch abgreifbar ist. Aber in der Realität passiert das nicht. Weil wir ständig subventionieren den Naturverbrauch. Also wenn man im World Energy Outlook nachguckt, das kommt einmal im Jahr raus, dann sieht man, wie hunderte Milliarden Dollar für das Runtersubventionierung der Preise für Fossilenergien ausgespuckt werden. Das ist der helle Wahnsinn. Aber das ist die heutige Politik.
um das Volk glücklich zu machen, um die Natur zu zerstören. Dies ist sehr wichtig und sehr schwierig zu verstehen, aber letzten Endes hervorragend. Ich habe heute Mittag die Chance gehabt, mit Marcel Fratscher, ist er hier, zu sprechen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das hat der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen so 2007 bis 2009 ausgearbeitet, den sogenannten Budgetansatz beim Klimaschutz. Und zwar so, wir haben gesagt, alle Menschen auf der Erde, alle Länder der Erde haben das gleiche Recht, die Atmosphäre zu nutzen, das heißt zu schädigen. Und damit es nicht zu schlimm wird, machen wir einen bestimmten Deckel. Und nun ist es aber so, dass die alten Industrieländer, einschließlich Deutschland, den größten Teil ihres Budgets, das ist das Kernwort, des Budgets schon aufgebraucht haben. Denn wir haben ja schon im 19. Jahrhundert gewaltige Veränderungen der Atmosphäre ausgelöst. Und die gestrichelten Linien zeigen das, was noch übrig ist, wenn alles so weitergeht. Und für die roten Teile, das sind die der Norden, ist das Budget im Jahr 2024 zu Ende. Dann ist Schluss, da haben wir keine Rechte mehr. Dagegen bei den Entwicklungsländern geht es noch ganz gut weiter. Aber es soll Handel erlaubt werden. Das heißt, wir dürfen nach Sudan oder Paraguay oder Bangladesch oder so gehen und Lizenzen kaufen. Und das hat einen wahnsinnig interessanten Effekt. Dann wird es plötzlich im Sudan oder Paraguay oder Mongolei oder irgendwo rentabel, ein geplantes Kohlekraftwerk nicht zu bauen, sondern die Lizenzen an die dummen Deutschen zu verkaufen, die das noch brauchen, und stattdessen zu beschleunigen den Umstieg auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Und dadurch wird Paraguay und Sudan und so weiter reicher, indem sie das Kohlekraftwerk nicht bauen. Das war dieser geniale Grundgedanke vom WBGU. Natürlich, als Frau Dr. Merkel das beim Kopenhagener Klimagipfel auf die Tagesordnung setzen wollte, haben die Amerikaner sofort gesagt, nicht mit uns. The American way of life is not up for negotiation. So einfach ist das. Aber wir hätten uns natürlich Modelle ausdenken können, wie diejenigen Länder, die mitmachen, die Gewinner und nicht die Verlierer sind. Das wäre ohne weiteres machbar gewesen. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Bild, was aber auch bei den Bonner Klimaverhandlungen gar nicht mehr dran kam. Dort geht es im Moment im Wesentlichen darum, dass der Süden die Hand aufhält und sagt, ihr habt das Klima beschädigt, jetzt müssen wir Anpassungsmaßnahmen machen und die sind wahnsinnig teuer, bitte gebt uns 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist so die Verhandlungslage. Aber was machen die mit den 100 Milliarden? Nichts anderes als Wachstum, 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 also Klimaverschlimmerung. Also das ist ein No-Win-Status der Klimaverhandlung. Nicht der ökonomischen Verhandlung, das ist der Klimaverhandlung. Dann müssen wir endlich diesen Gedanken pragmatisch und mit Kraft der Europäer, müssen alle mitmachen, die Polen werden nicht mitmachen, das sei geschenkt, aber alle anderen können sehr gut mitmachen, dann haben wir eine Chance. Dann kommen nämlich die ganzen Entwicklungsländer auch und sagen, ach, das wäre ja hochelegant. Und die Chinesen werden auch mit dabei. Das ist China. Der 13. Fünfjahresplan, der im Moment läuft, ist das aggressivste Ökologisierungsprogramm eines Staates in der ganzen Welt. Bei einem erhofften, starken Wirtschaftswachstum, die gelbe Linie, eine Stabilisierung und schließlich Absenken der Verschmutzung, der lokalen Verschmutzung und der CO2-Emissionen. Dann brauchen wir natürlich eine Finanzmarktregulierung. Also die verrückt gewordenen Finanzmärkte, das ist ja ein Skandal, wie die sich benehmen. Also nicht nur mit Panama Papers und Paradise Papers und so, sondern alles.
Wir brauchen eine Trennung vom normalen Bankgeschäft und dem risikoreichen Investmentbanking. Es ist ein Skandal, wenn die kleinen Einzahler für ihre Sparkonten das Risiko von frechen, konvulsiven Finanztransaktionen absichern sollen. Das ist ungerecht. Oder das Schuldenvolumen. Die Banken, die produzieren ja Geld, produzieren in Anführungsstrichen, durch vermehrte Schulden. So wird heute Geld geschaffen. Das ist falsch, da muss ein Deckel drauf. Gibt es auch ein sehr gutes Buch, was wir dazu zitieren. Das heißt, die Geldschöpfung muss wieder den Zentralbanken gehören. Die können das dann vernünftig kontrollieren. Oder wir brauchen selbstverständlich die Finanztransaktionssteuer. Nur da ist es wieder so, dass die angelsächsischen Länder sofort Nein sagen. Es ist närrisch, aber so sind die. Und dann die Steuervermeidung scharf ahnden. Und dazu heißt es, wir müssen eigentlich tendenziell Steuer auf Naturverbrauch erheben. Denn 1.000 Fässer Öl lassen sich ein bisschen schwerer verstecken als 20 Millionen Euro. Also wenn man da so an die Panama Papers denkt. Und dann eine Aufsicht auf die Ratingagenturen. Das sind ja alles widerliche Oligopole, die überhaupt nicht vernünftig kontrolliert werden, die mit Absprachen und so weiter. Auch da haben wir eine Menge Evidenz in unserem Buch. Ich will das jetzt aber nicht im Detail aufführen. Und dann brauchen wir eine andere Bildung. Zwei Kapitel bei uns gehen über Bildung, darunter auch eine scharfe Kritik an der deutschen Interpretation der Bologna-Reform. Die Bologna-Reform als solche war ganz vernünftig mit dem Bachelor of Arts und Master of Arts. Aber dass man den Bachelor in allen Fällen berufsqualifizierend machen und dann sozusagen den alten Diplom-Elektroingenieur in einen Bachelor-Elektroingenieur reinpresst, das ist närrisch. Das macht die Studenten kaputt und macht das die Freude am Arbeiten kaputt. Also die Süddeutsche Zeitung hat darüber so mit diesem Bild, jetzt wird der Humboldt verklopft, richtig kommentiert. Der Bachelor of Arts war großartig als der Bachelor of Liberal Arts. Das ist eine Art von Zweitabitur. Und also in den Jahren in Amerika habe ich immer wieder gemerkt, die Absolventen vom Bachelor of Liberal Arts, das waren die Besten. Aber davon ist nichts in Deutschland angekommen, außer ein bisschen in Lüneburg an ein paar einzelnen Universitäten, die da versucht haben. Aber es ist viel zu wenig. Aber ich will jetzt nicht zu sehr über Deutschland reden. Das ist eine Geschichte, die gilt genauso in Indien oder Paraguay oder sonst wo. Und dann, wir müssen natürlich internationale Politik machen. Da ist ein wichtiges Unterkapitel zur Stärkung der Vereinten Nationen. Das muss endlich wieder da sein. Aber dann gibt es noch ein interessantes Modell von Gerhard Knies in Hamburg. Er sagt, wir brauchen in jedem Staat ein Ministerium für globale Kohabitation, deren ausschließliches Portfolio ist, herauszufinden, was ist gut für Deutschland und gut für Kamerun oder Ägypten oder irgend so etwas. Und dieses dann politikfähig machen, in jedem Land der Erde. Und ein Modell dafür haben wir in Europa. Es gibt ja in praktisch jedem europäischen Land ein Europaministerium, die genau das machen. Das ist eine ungeheuer vernünftige Idee. Das ist Pragmatik. Und dann internationale Konferenzen, wie Klimakonferenz und so weiter. Und die Hoffnung, das ist eine Hoffnung, die Nationalstaaten mutieren von Konkurrenten zu Partnern. Wenn man heute insbesondere im angelsächsischen Raum etwas über die Staatenphilosophie hört, da heißt man immer, ja, automatisch sind die alle Konkurrenten gegeneinander. Das ist falsch. Das ist nur, wenn man diese Mentalität hat, zutreffend, aber idiotisch. Nein, wir brauchen echte Partnerschaften. Das ist gut für die Menschheit. Und dann müssen wir die Abkopplung des Wohlstands vom Naturverbrauch einleiten. Denn das ist bisher die große Tragödie. Also wenn die immer Wachstum, Wachstum, Wachstum machen. Ich bin ja überhaupt nicht gegen Wohlergehens- und Wohlstandswachstum. Aber ich bin gegen Naturverbrauchswachstum. Das muss voneinander abgekoppelt werden. Als ich im China Council die chinesische Regierung beraten habe, da war ich Leiter einer Arbeitsgruppe über ökonomische Instrumente
für Energieeffizienz und Umweltschutz. Und da habe ich den Chinesen geraten, und die Chinesen in der Arbeitsgruppe waren begeistert, haben richtig mitgemacht, mach doch jedes Jahr die Energie oder die Mineralien oder das Wasser um so viel Prozent teurer, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz der Nutzung von Energie, Mineralien oder Wasser zugenommen hat. Sodass das, was man pro Jahr für Energiedienstleistungen oder so ausgibt, nie mehr wird im Durchschnitt. Nur diejenigen, die nicht mitmachen an dem Fortschritt, die sacken ab und die anderen gehen nach vorne. Und das ist in wunderbarer Parallelität zu dem Ping-Pong zwischen der Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der Löhne. In etwa 150 Jahren ist die Arbeitsproduktivität um einen Faktor 20 gestiegen, in vielen Branchen um einen Faktor 100. Eine fantastische technologische Leistung und auch zivilisatorisch. Aber das ist immer irgendwie Hand in Hand mit den Löhnen gegangen. Steigt die Arbeitsproduktivität, kann die Arbeiterseite höhere Löhne durchsetzen. Steigen die Löhne, wird der Druck auf die Unternehmer, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, vergrößert. So einfach ist das. Aber heute ist die Arbeitslosigkeit ein großes Problem. Der Faktor Arbeit ist überhaupt nicht mehr knapp, er ist auch nicht unproduktiv. Und trotzdem schmeißen wir das ganze Geld, den ganzen Digitalisierungshype und so weiter, alles in die dramatische Erhöhung der Arbeitsproduktivität. In einer Zeit, wo Arbeit knapp ist. Dagegen die Natur ist wirklich unproduktiv, weitgehend. Vielleicht dazu noch eine Zahl, die ich meinen Studenten in Kalifornien, auch in Deutschland immer wieder sage. Ich frage die Anwesenden, wie viele Kilowattstunden würdet ihr benötigen, um ein 10-Kilo-Gewicht, einen schweren Bergsteiger-Rucksack oder sowas, von Höhe des Meeresspiegels auf den Gipfel des Mount Everest hochzuheben? Und wenn ich in Amerika diese Frage stelle, bekomme ich immer so Antworten zwischen 100 und 1000. Zwischen 1.000 und 10.000 Kilowattstunden. Einer sagte mal ganz oberschlau 8.800 Kilowattstunden, denn der Berg ist 8.800 Meter hoch. Hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun, aber egal. Das ist so unser Bauchgefühl, was eine Kilowattstunde kann. Wenn ich in Deutschland frage, die Studenten, die sind da bescheidener, da kommt zwischen 100 und 1.000. Was ist Ihre Meinung? Die physikalische Antwort lautet eine Viertel Kilowattstunde. Ja? Eine Kilowattstunde ist ein gigantisches Kraftpaket. Und was machen wir damit? Naja, so viel wie halt 25 Euro Cent wert ist. Nichts. Wir vergeuden sie ohne Ende. Wir haben keinen zusätzlichen Energiebedarf auf der Welt. Aber wir haben einen gigantischen Energieverschwendungsbedarf. Nur die Ökonomen nennen das Energiebedarf. Ja? Da muss auch mal eine Vokabelumverteilung stattfinden. Naja, also dieses Ping-Pong, das kann 100 Jahre weitergehen, dann haben wir eine Verzwanzigfachung oder irgend so etwas der Energieproduktivität. Da können wir alle Kohlekraftwerke, alle Atommeiler, alles Öl verbrennen und so weiter, können wir schlicht aufhören. Und mit dem, was dann die Solarenergie und auch ein bisschen Wasserkraft und Wind und so weiter uns liefert, können wir massig einen riesigen Wohlstand produzieren. Aber es lohnt sich nicht, weil wir die Energie billig machen, weil wir das für gute Politik halten. Es ist idiotische Politik. Neue Aufklärung für die volle Welt ist erst in Umrissen sichtbar. Was ich hier gesagt habe, war viel zu wenig. Also Kant hat es für 30 Jahre gebraucht. Im politischen Raum will sie einen Staat und eine Staatengemeinschaft, die sich nicht von den Finanzmärkten am Nasenring durch die Arena ziehen lassen will. Also das ist die eigentliche Aufgabe. Und das verlangt aufgeweckte und freche Bürgerinnen und Bürger wie Sie, meine Damen und Herren. Und damit bedanke ich mich.